Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir wollen den Matrix 4:2 HDMI-Verteiler anschließen, Splitter. Der kann 4K, 60 FPS und HDR. Ich habe jetzt schon vorbereitet, ich habe hier den Stromkabel davon. Ich habe den jetzt erstmal an die Steckdose, wo die PS4 dran ist und die Festplatte dran ist, rangemacht. So. Der bleibt auch erstmal pro forma hier oben drauf. Ich muss mir noch gucken, wie ich das vernünftig mache mit der Verteilung. So. Ich muss jetzt erstmal hier die HDMI-Kabel noch rausziehen. Ach Gott. So. Der ist... Welcher ist denn der jetzt hier? Also das ist der, glaube ich, der zum PC geht. Das ist der, der zum Fernseher geht. Ich hatte vorher nämlich so einen kleinen dran, der angeblich nur 30 FPS kann, aber der konnte mehr. So, jetzt schließen wir die PlayStation einfach mal hier an. An den Spot 4, also an HDMI 4. Den langen, der zum Fernseher geht, auf B, weil da brauchen wir den optischen, und den, der zum PC geht, machen wir auf A. So, ich habe bei der Edit-Steuerung jetzt alles auf Aus, also ein Off, die Schalter, weil so ist es eigentlich ein Copy-Signal, was reingeht, geht auch raus. Wir können jetzt mal hier überall. Ach so, müsste man noch abziehen. Überall auf 4 machen. So. Und jetzt, Alexa. Ach so, nee, ist ja an. Jetzt machen wir die PlayStation einfach mal an. So. Wir haben ein Bild. Auf beiden, also auf dem Fernseher halt und auf dem TV. So, ich muss natürlich jetzt wieder neu einstellen. Verschieben. So. Achso, ich habe den aus Versehen nicht korrekt getrennt, den erweiterten Speicher. So, wartet, ich muss euch ein Stück höher machen. So. Muss repariert werden. Abbrechen wollen wir jetzt nicht. Geht hier jetzt nur um die Information, und zwar werde ich nachher das überprüfen. Wir sind jetzt bei 4K 60 FPS. Und wir gehen jetzt einfach, skaliert der das hoch gleich oder was? 4K 60 FPS. Ist das Menü ist doch eigentlich, war das Menü nicht eigentlich, das werden wir mal überprüfen, in HD nur. So, dann das auf 1, zack. Jetzt erkennt er halt wieder die PlayStation, was sehr gut ist, weil ich hatte schon zwei verschiedene Splitter. Da hat er die PlayStation nicht erkannt. So. Also, dass das eine PlayStation ist, da hat er, war Bild zwar da, aber die Informationen gingen nicht durch.
Nee, ist 4K 60. Also selbst das Menü. Achso, ich hab ja festgelegt, dass immer 4K sein soll. Also seht ihr, das funktioniert. So, jetzt müssen wir das nochmal. Zack. Und zack. Das werden wir jetzt auch noch testen in der nächsten Zeit. So. Ich bin auch froh, dass es so schnell funktioniert. So. Und jetzt werden wir ganz einfach mal, ich werde auch die Skybox nachher daran anschließen, jetzt werden wir einfach mal ein 4K-Spiel starten. Ghost of Tsushima war 4K. Ach, okay. Ich habe Problem. Das habe ich auf der Festplatte. Das habe ich auf der externen. Da muss ich nachher noch überprüfen. Also starten wir Ghost of Tsushima. Das habe ich nämlich auf die interne Platte verschoben. In weiser Voraussicht. DNS-Server kann nicht verwendet werden. Es ist kein DNS-Server festgelegt. Okay. Wieso ist kein DNS-Server festgelegt? Ja, die PS4 Pro hat bei mir momentan ein bisschen Internetprobleme. Vorhin hat sie auch gesagt, LAN-Kabel ist weg, aber ich habe gar nichts gemacht. War immer noch dran. Ich werde jetzt auch hier nichts schneiden oder so, dass ihr seht, dass das auch alles wirklich funktioniert. Für die Ladezeit von Ghost of Tsushima kann ich leider nichts. So, wir starten ins Spiel. Und wenn ich jetzt die Informationen abrufe, da haben wir jetzt schon weiter, es bleibt weiterhin bei 4K 60 FPS. Aber wir haben HDR UHD. Also ein UHD-Bild mit HDR. Ich werde mal gucken, dass ich das vielleicht ranzoomen kann für euch, damit ihr das sehen könnt. Ist halt ein bisschen doof, man kann ein Fernsehbild nicht einfach so woanders hinleiten. Aber hier seht ihr das. Doch, jetzt seht ihr das. Also das funktioniert wunderbar. So. Wir haben jetzt hier ein schönes, astreines 4K. Ach, Ton braucht ihr nicht wundern, ist aus, weil ich habe die Soundbar aus. Funktioniert alles super. Achso, hier hatte ich mich ja verbeugt. So, jetzt gehen wir auch hier wieder raus. Anwendung schließen. Schließen und ganz normal aus, ohne großartige Verzögerung, irgendwas, das überprüft werden muss oder sonst irgendwas dergleichen. Und damit ihr seht, dass auch das passiert, was ich sage, ihr seht ja, hier ist mein Fernseher. Ich trage euch jetzt mal hierher, muss meinen PC-Tisch wegmachen, PC-Stuhl wegmachen. Und da seht ihr praktisch das Bild. Hier läuft es auch. Achso, hätte ich mal starten lassen können. Ihr müsst unten aufgucken, hier da unten. Da passiert gleich was. Starte Router neu, starte PS4 neu. Ja, machen wir gleich. So, PlayStation, also unten, da unten in der Ecke müsst ihr gucken. Da ploppt gleich eine Nachricht auf. Weil hier sehe ich das am Monitor. Das ist ein 4K HDR Monitor. Vom BenQ, da habe ich auch Videos gemacht, werde ich euch mal in die Infokarte da HDR ein. Ich, auch alle Spiele, die ich streame, ich selber sehe sie in 4K. Ihr dann halt nur in 1080p, weil für 4K streamen fehlt mir die Leitung. So, ich zoome euch mal noch ein Stück ran, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Wir gehen jetzt einfach mal fortfahren, nochmal. Und dann gehen wir in die Einstellung, dass ich euch zeigen kann, dass HDR wirklich funktioniert.
Weil wenn HDR nicht funktionieren würde, hätte ich hier die Einstellung nicht. Option, Anzeige, Helligkeit, hier oben, HDR, kann ich ein- und ausschalten. So, die Verzögerung auf dem Monitor ist ein bisschen länger, weil der hat ein bisschen längere Zeit. Ich werde mal so machen, dass ihr das vielleicht sehen könnt. So. Also jetzt seht ihr hier praktisch da den Fernseher, hier den Monitor. Dazwischen ist der Kratzbaum, tut mir leid. So, ich werde mal so machen. Dann könnt ihr das gut sehen. Wie gesagt, wir sind jetzt auf HDR aus. Und wenn ich jetzt hier runtergehe, seht ihr, das funktioniert super. Und jetzt machen wir HDR wieder ein. Das hat jetzt nichts mit dem Splitter zu tun. Das hat einfach mal mit dem Monitor zu tun, dass der etwas langsamer ist. Der hat jetzt das Bild. Und wir haben jetzt wieder ein sauberes 4K-Bild. So, wenn wir jetzt hier rausgehen, haben wir ein schönes Bild. Ich mache mal so. Wir können ja auch mal ein Stück laufen. Ein bisschen klettern, damit ihr seht, dass hier nicht wirklich irgendwelche Verzögerungen sind. Was haben wir denn hier? Ich habe hier noch was gefunden. So, 18 Vorräte. Immer den Sonnenuntergang entgegen. Sieht auf dem Monitor jetzt natürlich ein bisschen besser aus. Den habe ich optisch nämlich schon von der Farbe ein bisschen besser eingestellt. Dadurch, dass ich den, dass der HDMI-Port jetzt neu zugewiesen wurde für die PlayStation oder der gleiche eigentlich ist, aber der halt wieder neu gesucht hat, sind die Farben und die Einstellung halt nicht so, wie ich sie mir sonst eingestellt habe. Sonst sieht das auch ein bisschen mehr wie auf dem Monitor aus. Oh, da sind ein Bär. So, machen wir mal platt. Also es läuft alles wunderbar. Auch mit dem Einsammeln, ihr seht, keine Probleme. Und wenn wir jetzt rausgehen aus dem Spiel und sagen, Anwendung beenden, zack. Auch das läuft wunderbar. Also ich bin mega zufrieden, muss ich sagen. Wir werden mal hier die Festplatte auf Fehler überprüfen. Oder warte mal, die PlayStation mal neu starten, dass ihr das auch sehen könnt. Neustart. So, dann könnt ihr das sehen, dass es wirklich beides das gleiche ist. Also ich drücke jetzt hier nichts. So, jetzt leuchtet Licht schon wieder weiß. Müsst ihr kurz warten. So, jetzt ist das Signal schon dort. Jetzt ist es hier. Aber wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, damit der das verlangsamt oder so. Das hat einfach nur was damit zu tun, dass der Monitor von der Millisekundenzahl nicht so gut ist wie der Fernseher. Aber halt auch nur, wenn man umschaltet oder was Neues dazu schaltet. Während des Spiels merkt man keine Unterschiede. Achso, muss ja den Controller. Ja, machen wir mal ja. So, jetzt überprüft er. Reparatur. Ja. Es läuft. Ohne Probleme. Hoppala. So, ich mach mal jetzt so hin. Jetzt haben wir zwar nur ein blaues Bild, weil er halt gerade überprüft. Aber es funktioniert wunderbar. Wir können jetzt auch einfach mal hier mit den Pfeiltasten. Achso, nee, falsche Taste. Ich mache jetzt hier Pfeiltasten. Also ich werde mir den IR-Sensor doch wahrscheinlich anschließen. Und jetzt machen wir wieder 4. Wenn ich direkt drauf zeige, geht es. Und wenn ich jetzt hier oben bin, na doch, wenn ich so ein bisschen nach da zeige, geht das auch. Okay, funktioniert. Und jetzt funktioniert alles wieder. Beim Umschalten brauche ich halt ein bisschen was. Ich mache mal jetzt nochmal so. Ach, falsche.
So, ich habe jetzt auf 3 gemacht. Ich mache jetzt wieder auf 4 und zwar jetzt. Und dann seht ihr, dass das Bild kurzzeitig halt nicht da ist. Der überprüft jetzt erstmal, was reinkommt, was rausgeht. 4K, blam, und dann ist es da. Also eine kleine Verzögerung haben wir. Das ist, denke ich mal, aber wegen dem 4K von der PlayStation. Wir könnten jetzt natürlich das Pass-Through mal testen, dass ich euch das zeigen kann. So, wartet mal, da muss ich mir das erstmal rausholen nochmal. Ich habe die Pass-Through-Einstellung nämlich nicht im Kopf. So. Dat. 1080p, 60 FPS. Dann müssen wir 4 nach unten machen. So. Ich habe jetzt das mal nach unten gemacht. Jetzt ist natürlich das Bild kurzzeitig weg. Und das müssen wir überprüfen. Ah, falsche Taste. So, wir haben jetzt ein 1080p Bild. Und ich muss mal wieder umstellen, dass ich auch am Monitor das Bild habe, was ich haben will. Jetzt berechnet er natürlich neu, weil ich die zweite Quelle natürlich jetzt auf 4 auch gemacht habe. So. Ich habe das auch nicht im Kopf, auf welchem HDMI das war. Müssen wir nochmal HDMI tauschen. So, der soll das. So, der soll das. So. So. Ne, nochmal weiter verschieben. Verschieben. Ich mag das nicht, wenn es unordentlich ist. So, und jetzt haben wir immer noch 1080p, 60 FPS. Und am Monitor, ja, da sehe ich das jetzt nicht, was wir da haben. Weil da habe ich leider nicht die Möglichkeit nachzugucken, was da jetzt gerade gesendet wird. Oder wir können ja mal gucken im Menü. Jedenfalls haben wir das jetzt begrenzt. Entschuldigung, wenn es ein bisschen wackelt. Wir haben hier unten die. Hier. Und dann auf System. Ach, ich bin zu weit. System. Weiter. Auflösung. Aktuelle Auflösung ist bei 1080p mit 60 FPS. Also wird halt runterskaliert von 4K auf 1080p. So. Jetzt machen wir das wieder hier hin. Jetzt gucken wir nochmal nach. Ach, wenn ich das nur alles im Kopf hätte, mal eben. So. Pass-Through aus HDMI Out 1 soll downgescaled werden. Genau, das wollen wir jetzt. Und das ist jetzt 2 aus. Dann können wir das hier wieder anmachen. Und Nummer 2 muss aus. So. Ach Gott. So. Nicht wundern, dass das Bild jetzt immer ein bisschen hin und her geht, weil ich das hier hin und her schalte. So, was war das? HDMI Out 1. So, so HDMI Out 1.
Was ist Out 1? Ist Out 1 A oder B? Gute Frage, nächste Frage. So. Ich habe es jetzt wieder so eingesteckt, wie ich es dann benutzen werde. So, Gerät wurde erkannt. Das hat jetzt natürlich was länger gedauert, weil er halt diese Downscaling halt macht. So. Aber ich habe jetzt auch gar kein Bild. Ich brauche was Kleines. Was Kleines, um das besser einstellen zu können. Weil die sind ein bisschen doof, die kleinen Nippelchen da zu treffen. Ich muss noch einen Autoschlüssel nehmen. So. Ich mache den noch mal aus und an. So, wir haben Bild. So, und wir haben jetzt hier ein 4K-Bild mit 60 FPS und am Bildschirm. Entschuldigung, mit Wackeln, Leute, aber ich will euch das auch, ich will auch nicht schneiden oder so. Ich will, dass ihr das seht, dass das auch wirklich funktioniert. Information. Und die aktuelle Ausgabe ist jetzt bei 1080p mit 60 FPS. So. Also wie gesagt, der ist jetzt 4K, der 1080p. Was jetzt mit HDR passiert, ich habe keine Ahnung, wir werden es einfach mal testen. Also für mich ist diese Downscaling-Funktion, ja, also ich brauche sie nicht, ehrlich gesagt, wirklich nicht. Weil da 4K, hier 4K. HDR, HDR, beide HDR. So, jetzt bin ich mal gespannt. Na Mausi. Ist ja gut, ich sehe dich doch. So. Fortfahren. Aber ich denke mal, HDR wird in dem Augenblick dann deaktiviert. Ich glaube nicht, dass er das schafft, von 4K HDR auf mit 60 FPS auf 1080p HDR runter zu regeln. So, ich gucke mal nach. Moment, ich muss da mal hier mal schnell Dose machen. Nee, wir haben hier kein HDR. Müssen wir mal in den Einstellungen gucken. Anzeige. HDR ist ein. Also ist auf beiden ein. Also HDR ist verfügbar. Sehr geil. Aber wenn ich jetzt hier gucke, haben wir hier 1080p 60 FPS. So, und jetzt gehen wir mal hier rauf. Und wenn ich jetzt hier HDR zusätzlich schalte, das kann ich nämlich hier mit einem Knopf auch simulieren sozusagen.
Ja, dann habe ich so ein simuliertes HDR vom Monitor drin. Also, es ist 1080p, 60 FPS, da mit HDR, hier halt ohne HDR. Es läuft trotzdem noch flüssig. Kann man das sehen? Wieso sieht denn das hier bei dem auf dem Monitor so dunkel aus? Und auf dem nicht? Also da sieht es heller aus als hier, komischerweise, also auf, bei euch. Sie, also ich hoffe, dass es im fertigen Video nicht so ist, dass das anders aussieht als das. Das ist nicht so viel anders. So. Und Anwendung schließen. Das Bild ist blau. Aber es kann sein, dass vielleicht, dass ich das jetzt nicht sehe, dass es ein bisschen anders ist, aber die Kamera die kleinen Unterschiede größer macht, weil ja HDR nicht mit bei ist. Oh. Also alles, was ich eigentlich die ganze Zeit wollte, habe ich jetzt. Ich werde auch meine Switch daran anschließen. Wartet mal, dafür muss ich kurz das mal hier das Mikrofon runterbaumeln. Und schon hat es ein Bild. So. Ah, Pumpkin Jack ist schon runtergeladen. Das heißt, demnächst können wir auch Switch-Spiele streamen. Wartet, ich nehme euch mal mit rüber nochmal. Oh Gott. So. Was halt natürlich recht geil ist. Und irgendwie sieht die Switch hier von der Grafik an dem Monitor geiler aus als da. Ja, ist ja noch nicht umgeschalten. Ach so, wartet mal. Ich mache mal so, dass ihr das seht. So. Also es läuft halt auch hier. Wartet mal, ich kriege einen Anruf. So, das war meine Frau. Wir können ins Krankenhaus kommen. Also sie ist im Park, wir dürfen ja nicht rein. Es funktioniert alles wunderbar. Jetzt muss ich überlegen, wie ich die ausschalte. Also hier war das. Ne, hier unten. Ja, die Switch nutze ich zu selten. Und in Standby-Modus. Ich bin, ehrlich gesagt, bin mega zufrieden. Ich habe jetzt die Switch dran, ich habe das dran. Ich hätte noch Platz sogar, um PS3 wieder ranzuschließen. Und da müsste ich aber dann, ich habe noch so einen anderen Splitter. Den müsste ich zwischen PS3 und dem müsste ich den anderen Splitter machen, dass bei der PS3 der HDCP-Schutz rausgemacht wird. Und dann könnten wir auch alte Spiele irgendwann mal wieder machen, also PS3-Spiele. Also das wäre natürlich saugeil. Das wäre wirklich saugeil, da würde ich mich mega freuen. Wir müssen jetzt erstmal noch hier schnell wieder auf 4 schalten. Dass wir die PlayStation ausmachen können. So. Power, PS4 ausschalten. So. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wie gesagt, wir haben es jetzt getestet. Ich werde es jetzt im Alltagstest testen und dann nochmal ein Video machen und euch sagen, was mir so aufgefallen ist, positiv oder negativ. Ich werde nochmal ein Video machen zu dem anderen, was ich hier habe. Einen davon, also den 1:2, der soll ja beim PC hin. Das werde ich euch dann in dem dementsprechenden Video auch erklären, warum und weshalb. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Wie gesagt, hoffe, hat euch gefallen. Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung zu dem Produkt. Wie gesagt, unter 100 Euro, 4K, 60 FPS und HDR ist das erste Produkt, was ich in dem Preisklasse gefunden habe, was 4:2 kann. So, ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.